Keine Panik, Kinder. Ich habe alles unter Kontrolle. Was ein Scheiß. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum zweiten Part von To The Moon. Jawohl. Heute werden wir wohl herausfinden, was ich so für... Erstmal schon das Mikrofon schnell einstellen. Ja, tipptopp. Was ich so für ein Mysterium hier unten im Keller verbirgt. Okay, reden wir mal mit der Kleinen hier. Einmal, als wir hier unten waren, ist Tommy die Treppe runtergefallen. Er hat sich einen Zahn abgebrochen, aber er ist ja sowieso hässlich. Ohoho. Ah, Geschwisterliebe. Geht doch nichts über Geschwisterliebe. So, was gibt's denn hier so zu entdecken? Eine Kiste? Eine Truhe. Ja, die ist verschlossen. Karton ist gefüllt mit farbigem Papier. Hier haben wir noch eine Kommode. Die Vitrine ist voll mit unbenutzten Porzellan. Aha. Schauen wir mal das Bücherregal. Und da war noch eine Truhe. Ein staubiger Stapel alter Animorphs-Bücher. Okay, kenne ich nicht. Die Truhe ist verschlossen. Nun denn, gehen wir mal in die Tür rein. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür wurde mit dem Schlüssel geöffnet. Sollen wir reingehen, Leute? Gehen wir mal gucken, oder? Jawohl. Das ist ja wie in einer Höhle hier. Okay, sind das Hasen? Plüschhasen oder was? Ein Plüschschnabeltier. Was für eine abscheuliche kleine Kreatur. Anstupsen, nehmen, anstupsen. Nehmen. Plüschschnabeltier erhalten. Ich nehme die einfach mit, okay. Eine kaputte Spieluhr. Ein Hase aus Papier gefaltet. Also einer ist gut. Eine kaputte Spieluhr. Ein Hase aus Papier gefaltet. Okay. Der Typ hat anscheinend irgendwelche Probleme. Was haben die Kinder denn dazu sagen? Haben sie es gesehen? Was wisst ihr, Racker, über die ganzen Hasen? Nichts. Der alte Mann wollte nicht, dass jemand reingeht. Also haben wir es ihm nie gesagt. Es gibt sogar noch mehr davon. Wo? Im verlassenen Leuchtturm. Der ist direkt an der Klippe. Wollen wir hingehen? Ich habe die Schlüssel. Lass mich raten. Die habt ihr auch irgendwo beim Spielen gefunden. Hihi. Memo an mich selbst. Neil, bewahre kleine abgeschlossene Dinge in der Nähe dieser... bewahre keine abgeschlossenen Dinge in der Nähe dieser Kinder auf. Also wollen wir zum Leuchtturm? Nun ja, es ist ziemlich windig draußen, aber... Entschuldigung? Denn zum Leuchtturm können wir hier bleiben und... Gehen wir zum Leuchtturm, oder? Ich will wissen, was mit dem Leuchtturm ist. Ach, zur Hölle damit. Ich bin Dr. Watts. Ein bisschen Wind kann mich nicht aufhalten. Also los, lasst uns den Leuchtturm aufmischen. Nun denn, machen wir uns auf den Weg zum Leuchtturm und schauen wir mal, was es da so zu finden gibt. So windig ist es ja gar nicht hier draußen. Ich nehme an, der ist hier oben. Yep. Ah, nee, da unten ist der. Da ist der. Wir müssen Richtung Straße und dann auf den anderen Weg, um dorthin zu kommen. Tja, meinen Fallschirm habe ich leider vergessen. Also müssen wir zur Straße runter? Interessant. Dun, dun, dun. Du, 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 du. Richtung Straße? Halt, 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 halt. Oh nein. Mein ultra cooler Standball. Jemand hat ihn kaputt gemacht. Tja. Ich fand ihn eh blöd. Aber das war der beste ultra coole Standball, den ich je hatte. Oh, wer kann nur so gemein gewesen sein? Keine Sorge, Dr. Rosalane, kauf dir einen neuen. Nein, bloß nicht. Echt? Na klar, sicher. Frag sie einfach nachher nochmal. Wir müssen bald... was? Wir müssen bald weiter, Kinder. Also auf. Doch, wir sind schon richtig hier mit der Straße. Richtung Straße und dann in die andere Richtung.
Es qualmt. Welcher Blödmann hat das Auto geschrottet? Das war Dr. Rosalind. Ja, genau. Oh, Dr. Rosalind. Hier geht's vielleicht zum Leuchtturm. Kann das sein? Man hätte auch mal das Schild lesen können. Aber egal. Oh, ein Eichhörnchen. Halt. Ich glaube, was ist das hier? Was? Keine Panik, Kinder. Ich habe alles unter Kontrolle. Was ein Scheiß. Aua. Muss man hier kämpfen? Angreifen. Zu was? Tsunami drin. Tornadoschlag. Schuh, anderer Schuh. Aua. Schuh. Lautstärke des Kampfschreis. Laut, lauter, episch. Das ist ein Ende. Ah ja. Aufhören oder wir sagen Mom, dass sie Tiere quälen. Ja. Sie wird die Polizei rufen. Ach, kommt schon. Ich wollte doch nur wirklich... Ich dachte, ihr mögt dieses Fantasiezeug. Was ein Scheiß. Sie sollten sich schämen. Lasse ist Teddy. Lass uns es uns Teddy nennen, das Eichhörnchen. Okay. Lasst uns einfach gehen. Für mich ist die Nacht gelaufen. Oh mein Gott, was ist denn da los, ey? Ah, so, okay. Oh, der Leuchtturm, Leute. Was haben wir hier? Ein Grabstein? In Gedenken an River E. Wallace. River Wallace, hm? War sie Johns Ehefrau? Keine Ahnung. Kommen Sie, der Leuchtturm ist gleich da vorne. Also gehen wir mal rein. Die haben ja den Schlüssel anscheinend. Und hier soll noch mehr von diesen Hasen sein? Wir werden es herausfinden, meine Lieben. Sherlock Holmes entgeht nichts. Ah, okay, tatsächlich. Da haben wir nochmal so einen komischen Hasen. Da sind sie. Schauen wir doch mal. Ein mehrfarbiger Papierhase. Hey, der war noch nicht hier, als wir letzte Woche da waren. Oh ja, Johnny muss ihn nochmal hier gewesen sein, bevor er krank wurde. Zwei Farben, hm? Bin ich eigentlich der Einzige, der von diesen Dingern eine Gänsehaut kriegt? Sind sie? Yep. Was zum... Da ruft mich jemand an. Ah, Telefon. Arg. Ich hätte ich ahnen können. Ja, ja, wir sind auf dem Weg. Bla 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 bla. Ich wette, die Maschine ist fertig. Na schön, Abmarsch. Was den Hasen angeht? Papierhase erhalten. Einfach geklaut. Easy. Was zum Kaktus hast du getrieben? Ameisen verkokelt mit einer Lupe. Mit Mondlicht? Okay. Dann habe ich eben geschlafen. Mein Gott, ein Klugscheißer zu sein war schon einfacher. Den zweiten Teil kriegst du ja schon ganz überzeugend hin. Dein Helm liegt auf der Couch. Setz ihn auf, wir gehen rein. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, was das für eine Maschine da sein soll. Hier. Initiieren. Noch nicht. Initiieren oder... Ach, wahrscheinlich schon. Alles klar, jetzt geht's los. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, der hat auch so einen Helm auf, der Johnny. Wir sind kompatibel. Und was passiert jetzt? Sind wir jetzt im Traum von ihm oder sowas? Okay. Hä, was ist das denn? Das sollte die letzte erreichbare Erinnerung sein. Deaktiviere die Sprache für alle außer Johnny. Fertig, schnappen wir ihn uns. Was?
Die Position in der Zeitleiste lässt sich jederzeit mit dem Mauszeiger im oberen Bildschirmbereich anzeigen. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie... Hä? Ich weiß aber trotzdem noch nicht wirklich, was wir hier machen müssen. Müssen wir hier einen auswählen von denen da oben? Nee, oder? Lass uns mal die Treppe runtergehen. Das geht, okay. Ich nehme an, wir müssen raus, oder? Ja, was müssen wir denn? Gehen wir mal zum Leuchtturm hoch. Aha, tatsächlich. Da ist Johnny und das ist vielleicht seine Frau oder so. Dr. Rosalyn. Johnny! Ah. Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Mein Name ist Dr. Eve Rosalyn und das ist Dr. von Matterhorn. Dr. Lorenzo von Matterhorn. Dr. Neil Watts. Oder Neil Watts. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Was? Das ist wahrscheinlich diese Technik, wo die anwenden. Oh, also Sie beide sind von der Agentur. Das trifft sich ja gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Nun, um genau zu sein, wir haben Sie uns bereits angerufen. Was? Sie haben uns bereits angerufen. Wir sind hier, um unseren Vertrag aus der nahen Zukunft zu erfüllen. Vorsichtig, wenn Sie von der Klippe stürzen, müssen wir diese Erinnerung neu laden. Hüte deine Zunge, Neil. Zeig etwas Respekt. Das ist nur ein Programm. Ich weiß, aber es ist seine letzte erreichbare Erinnerung und wir brauchen seine Hilfe. Im schlimmsten Fall laden wir sie einfach neu. Warum sollten wir damit Zeit verschwenden? Sie... Sie sind hier, um mich zum Mond zu bringen, nicht wahr? Ja, John. Wuhu, zum Mond geht's. Mein Leben ist eigentlich ganz gut verlaufen. Nicht gut genug, wie es aussieht. Der ist richtig frech. Also, können Sie das? Können Sie mich zum Mond bringen? Wir nicht, aber Sie selbst können es vielleicht. Warum wollen Sie dorthin? Ich weiß es nicht. Keine Sorge, Sie können es uns ruhig sagen. Wir müssen es wissen, damit wir Ihnen helfen können. Wollen Sie den Ruhm, das Geld? Es muss doch einen Grund geben. Tut mir leid, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich will es nicht einfach. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Auftrag hassen werde. Nun gut, Johnny, ich erkläre es Ihnen, was wir tun werden. Wir müssen in Ihre Kindheitserinnerung gelangen. Die liegt weit zurück. Zu weit für einen einzigen Erinnerungssprung. Deshalb werden wir schrittweise durch Ihre Erinnerung in die Vergangenheit reisen. Sie haben uns dafür in naher Zukunft schon die Erlaubnis gegeben. Sobald wir einen direkten Zugang zu Ihren Kindheitserinnerungen hergestellt haben, kehren wir hierhin zurück. Damit kommt der Moment, an dem Sie uns helfen müssen, Ihre Kindheit zu beeinflussen, dass Sie später Astronaut werden oder sich ein Riesenkatapult besorgen. Klar ist aber, Sie müssen mehr dafür tun, als ich weiß es nicht zu sagen. Solange Sie mich zum Mund bringen, werde ich tun, was ich kann. Gut, nun denn. Folgendes. Um in die Vergangenheit zu springen, brauchen wir einen Moment, einen Gegenstand, der für Sie einen hohen Erinnerungswert hat. Haben Sie da etwas für uns? Ah, dieser Papierhase. Das sollte gehen. Nun, sollen wir? Ladies first. Den Hasen nehmen.
Notiz Mond erhalten. Wir müssen zuerst das Momento vorbereiten. Vorbereiten. Okay. Es ist anscheinend so eine Art Puzzle gewesen oder so. Das Momento kann jetzt zum Gedächtnissprung aktiviert werden. Nun denn. Momento aktivieren. Aktivieren. Moment. Was ist das? Was ist mit meiner Privatsphäre? Wir versuchen, sie so wenig wie möglich zu verletzen. Aber meistens lässt es sich nicht ganz vermeiden. Und tschüss. Jetzt sind wir hier im Haus. Da ist das Schnabeltier und da ist der Hase. Und da sind wieder tausende weitere Hasen. Ah, wir reisen immer ein kleines Stück weit zurück. Verstehe. Und wir müssen ein bisschen in seine Kindheit gelangen. Cool, cool, cool. Schalte Sichtbarkeit und Interaktivität ab. Es wäre nervig, gesehen zu werden. Okay, wir sind jetzt unsichtbar anscheinend für den. Ja, ja, zufrieden. Ach, du Schande. Ich habe völlig vergessen, ihn zu fragen, was es mit den ganzen Hasen auf sich hat. Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hatten vorher in seiner Akte nach psychologischen Verlagerungen schauen sollen. Was zum... Er hat mich gehört? Das ist unmöglich. Es ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finde ein Momento, das ihn hier wegbringt. Was müssen wir jetzt machen? Mit Objekten interagieren, um 5 Memory Links aufzubauen. Also müssen jetzt anscheinend irgendwelche 5 Sachen finden. Gehen wir mal nach oben. Die Uhr läuft, aber man hört kein Ticken. Notiz Uhr erhalten. Ah. Interessant. Ein alter, gepflegter Rucksack. Stammt der aus der Steinzeit? Wir werden es herausfinden. Ja, das könnte funktionieren. Sehr gut. Was haben wir noch? Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Da das Buch, das habe ich doch auch schon mal in der Wohnung gesehen gehabt. Frische Wildblumen. Frische Wildblumen, frische Wildblumen. Lass es. Wenn wir ihn unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung neu erklären müssen, drehe ich durch. Führe mich nicht in Versuchung. Nein, einfach nein. Nein, einfach nein. Ich will das schaffen. Nein, einfach nein. Nee, geht nicht. Okay. Okay, wir brauchen aber noch eine Erinnerung. Ah, hier haben wir doch noch was. Ein Glas eingelegte Oliven. Bäh, ich hasse dieses Zeug. Was gibt es daran zu hassen? Es sind eingelegte Oliven. Genau das. Jawohl, wir haben voll. Und was jetzt? Ich nehme an, jetzt müssen wir nach unten. Memory Links aufgebaut. Und jetzt? Ich will nach unten gehen. Hat sich irgendwas verändert? Momento Regenschirm jetzt benutzen, um weiterzureisen. Inventar. Uhr, Mond. Okay, und wie macht man das? Ah, ich muss den Regenschirm finden, da ist er ja. So. Momento Regenschirm jetzt benutzen, um weiterzureisen. Okay. Hadouken! Was zum... war das? Was? Genau davon. Ab jetzt übernehme ich die das Zerschmettern der Barriere. Der Typ ist geil. Aber wir können weiterreisen. Vorbereiten.
Jetzt geht's wahrscheinlich in die nächste Zeitzone, nehme ich an. Nicht vergessen, die Kugeln in der Ecke drehen alle Elemente in die Diagonale. Ah, ich muss die alle umdrehen. Ich verstehe. Mhm. Hä? Hä? Warte mal. Mhm. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das machen muss. Damit könnte ich jetzt die alle aktivieren. Okay. Ich muss die alle irgendwie umdrehen, hä? Mann! Ich habe Versuche und wenn es zu Ende ist, was ist dann? Oder? Damit kann ich die jetzt alle umdrehen. Ja, hab's geschafft. So. Oh, keine Ahnung wie, aber ich hab's geschafft. Sehr schön. Und los. Aktivieren. Sehr schön. Wir sind hier angekommen. Wieder am Leuchtturm. Ich mag Regen lieber, wenn er durch mich statt auf mich fällt. Mir macht er so oder so nichts aus. Scheint so, als würden diese Erinnerungssprünge immer nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Wir müssen ein passendes Momento finden, sonst brauchen wir noch Ewigkeiten. Ach, genießt doch einfach die Landschaft. Okay, meine Lieben. Bevor wir jetzt in dieser Erinnerung hier herumstülpern, würde ich fast vorschlagen, dass wir mit diesem Part jetzt langsam uns dem Ende zuneigen. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, schreibt mir einen Kommentar oder überweist mir 1 Million Euro, wie ihr das wollt. Leute, das könnt ihr ganz selbst entscheiden. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr schaltet auch zum nächsten Teil ein. Und bis dahin würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ciao.